Ich kenne nicht deine Bio, du bist vor 2 Tagen hergezogen und ich erzähle dir alle meine intimen Geheimnisse. Du könntest vielleicht ein Doppelagent sein oder sowas, aber Ein nein. Triple-Agent. Bitte verratet niemandem, Tripperagent. ein Triple-Agent. James Bitte verratet Bond. niemandem etwas von meinem kleinen Freund oder von den Ereignissen an der Ach so, sie hat also, sie ist auch noch ein, wie nennt man Translili. das? Irgendwas mit F. Gmail. Nee, das meine ich nicht. Wie hieß denn das? Futa? Futa Nari? Nari, Ja. ist das nicht so ein. Beides. Ich dachte, das kommt woanders her. Okay. Glaube ich. Schreibt's uns in die Comments. Ja. An der Hängebrücke. Fingerspitze. Ja. Apropos In die hängende Sachen, deine entgegengesetzte Richtung. Mutter. Boah. Was? So, was dann weiter? Ja, ich guck dich um. Da Ja. kann man Ah, runterspringen. nein, ich wollte da wieder hoch. Da kommt man auch wieder hoch. Schön. Ja, wollen wir uns dann auf dem Rückweg umgucken oder? Naja, ja, Oder besser ist so. wohl. Aber ich hole mir Ja, noch das jetzt bist Item. du eh schon. Da kannst du Ja. auch wieder nach links gehen. Der Weg durchs hohe Gras zurück ist gleich. Ja. Dann kann ich auch gleich gucken. Hulk Hogan. Flucht. Wir sind mal nicht so. Ich meine, ich habe keine Schutz-Items bei mir. Oh. Komm schon, da. Was kriegen wir? So. Ah, ne. Aufwecker! Aufwecker. Was ist hier? Auf wie viel Uhr stellst du den denn? Oh nein, 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 da will ich Ja, nicht hin. später. Später, Später. später. Später, später. Erstmal So. gucken, was die Boys da Na. hinten. Oh, direkt beim ersten Schritt. Das ist wieder so typisch. Natürlich. Sehr ärgerlich. Oh! Jawohl! Flöhenmond! Ja, ich will ihn. Ja. Ich will ihn auf jeden Fall. Fleckmon! Nein, hier ist Patrick! Kennst du dieses Fleckmon-Lied, was die mal rausgebracht haben? Ja! Oh, Ja, what's your story, aha. Slowpoke? Sehr schön. Sogar Ja, paralysiert und alles. aha. Von was denn? Ach, Schlecker. Ja, weil ich mir dachte, das ist so ein Psycho-Pokémon. Ja, macht Sinn. Ja, und Glut würde sowieso nicht so viel bringen bei dem Fleckmann noch. Ist es auch noch Wasser oder ist es nur Psycho? Ich Es weiß ist gar nicht. Wasser-Psycho. Ja. Ja, bei Lamus. Werden wir gleich in der in dem Pokédex-Eintrag sehen. Da sieht man den Typ. Was? Welchen Typ? Ja, des Pokémons. Achso, denke ich doch, hoffe ich doch. Wäre doch schade, wenn nicht. Ja, sehen wir dann. Ja. Zur Not im Statusbericht. Das sind so die kleinen. Was? Was? Tausch doch einfach mal gegen Hey Junge ein und hau dem noch einen. Na, ich krieg das so hin. Wie ist denn das eigentlich? Wie ist denn die Berechnung bei Pokéball einfangen, raten? Ich Irgendwann. guck's nach. Naja, es ist ja jetzt drin. Mir war Ja, hast nämlich du? so, als ob, mir war nämlich so, als ob ab einem bestimmten Punkt das sowieso nicht mehr wichtig wäre. Ich flieg's Da, mal wieder. Fangchance. Ja. Formel der sechsten Generation. Ja, nehmen wir die. Fleckmann registriert. Bla bla bla. Tatsache! Da steht der Typ. Und da steht sogar die Wasserpsycho. Fähigkeit. Nice. Oder? Sehr cool. Ja, und darunter ist sogar noch Platz für die Zweitfähigkeit, wenn wir die Hm. entdecken. In Alola bereiten viele Familien Fleckmon-Routen zu, indem sie diese zuerst trocknen und dann in Salzwasser kochen. Ja, zum Was Beispiel übrigens in. verboten ist. Ja, richtig. Und Team Rocket hat ja Fleckmon-Routen verkauft und das war nicht nett. Ja. Da gibt es auch in der Demo so ein Tagesevent für. Pose? Wupp. Was? Pose! Ja, dann kannst du die Animation abspielen. Cool. Du kannst es auch drehen und zoomen, ne? Sehr geil. Nicht Wie zoomen? zoomt man? Ich versuch's LR, gerade. was macht LR? Wofür steht das Symbol oben? Ich habe keine. Also es zoomt ran und Da. weg, aber nicht viel. Ei. Na, schade eigentlich. Na okay, weiter. Ist ja nice. Boom. Vielleicht möchte ich Fleckmann einen Spitznamen geben. Nein, hier ist Patrick. Weiß ich nicht. Ja, mach. Ja. Patrick Slowpoke oder so. Was weiß ich. Aber recht wahrscheinlich der Platz nicht für. Slowpoke, Slow King, Slow, Slow. Oh. Ja, dann nehme ich einfach nur Patrick. Oder wird Dick, rosa Patrick und rot mit. passt. Patrick wird mit A geschrieben. Ja. Was ist das für eine Frage?
Ich also, heiße hier, pass nicht auf. Rick. Die hier, es gibt einen Faktor, der vom Pokéball ausgeht. Bei einem normalen Pokéball ist 1, Superball 1,5, Hyperball 2, bla bla bla. Die aktuelle KP des Gegners, primäre Statusveränderung. Was ist das überhaupt? Und das Level hat nichts mit dem Fangen zu tun. Aha, genau, das wusste ich ja. Ja, und jedes Pokémon hat eine Fangquote für sich zur Grundberechnung. Mhm. Eine Fangrate, die bestimmt, wie schwierig es zu fangen ist. Diese reicht von 3 bei legendären Pokémon bis hin zu 255 bei Radfratz zum Beispiel. Ja. Je höher der Zahlenwert, desto einfacher ist das Pokémon zu fangen. Mhm. Und bei einem von ganz, ganz wenig ist halt, dauert es ein bisschen. So, dann gucke ich mal, was für Quoten wir haben. Ja, aber was war jetzt mit den KP gewesen? Wie war das? Da, die spielen eine Rolle. Ich guck mal, ob es dazu noch mehr gibt. Ab welchem Punkt, das wie viel? Bla bla bla. Die KP werden als Divisor genommen. Mhm. Ach so. Das heißt, je niedriger die KP sind, desto höher ist die Fangchance. Also auch nicht mit irgendeinem Grenzwert, okay. Gut. Nein, kein Grenzwert. Gut zu wissen. Die stehen unter diesem Bruchstrich da zum Geteiltrechnen. Mhm. Stehen die eventuell auch, also die Max-KP von dem Pokémon und die tatsächlichen? Also dass die Max-KP von dem Pokémon drüber stehen? Oder nee. Ist das überhaupt dann richtig rum? Ich weiß nicht. Nee, drüber stand glaube ich nur eins. Ich guck nochmal nach. Warte. Ja, nee, das. Achso, nämlich. Das wäre ja. Ach, Wingull, ja, sag doch was. Ich habe jetzt gar nichts mitbekommen, was passiert. Achso, ja. Registriert! Genau. Fischer halten gerne Ausschau nach Wingull, denn wo diese ihre Kreise ziehen, scharen sich unter Wasser Schwärme von Fisch-Pokémon. Wie wir ja wissen, gibt's nichts Interessanteres. Beziehungsweise. Nichts weniger gefährliches als ein Schwamm von Wischiwaschi. Und wie heißen die auf Deutsch? Nicht. Lusadin. Ja, genau. So, ich werde das jetzt mal nicht benennen, weil mir gerade nichts einfällt. Und man muss es ja echt nicht. In der fünften Generation gibt es in der Formel eine Variable, die heißt Grasfaktor. Grasfaktor? Das weil ist je nachdem, Pokémon wie heil man ist. Mein Grasfaktor ist immer ziemlich hoch. Wird das noch was mit unserem Kampf? Ich wäre gern fertig, solange ich noch als Kind durchgehe. Oh, Alter, was für ein Hurensohn. Direkt eine Schelle geben. Bam. So, ihm schön den Pokéball aus der Hand schlagen und ihn dann ihm erstmal auf die Fresse hauen. Oh Gott. Also ich sehe gerade, in der ersten Generation machte das Verhältnis einen Unterschied. In der zweiten Generation auch, aber da hat sich komischerweise umgekehrt in der Formel. Dritte, vierte, fünfte. Oh, das ist ja gemein. Ist identisch zu Fangen aus 5. Okay. In Klammern 3x KP Max minus 2x KP aktuell, Klammer zu, mal Fangrate, mal Fangquote, mal Grasfaktor, das alles geteilt durch 3x KP Max, mal Statusvariable, mal Fangkraft 100. Durch 100. Das wird schon irgendwie eine vernünftige. Also, es spielt. Da ist wieder ein Verhältnis drin. Ja. Wo habe ich denn dann gerade geguckt? Bei welcher Generation? Dass es da keine Rolle spielt. 6. Also, es kommt aus Verhältnis an, grundsätzlich. Ne? Aber je weniger KP, desto günstiger steht halt auch das Verhältnis für dich. Ich habe lauter Pflanz-Pokémon in meinem Team. Damit habe ich schlechte Karten gegen Pokémon vom Typ Feuer. Was mir fehlt, sind Wasser-Pokémon. Ja, das ist richtig. Du wärst gegen mein Flammiau voll aufgeschmissen. In der Tat. Außer natürlich, deine Pflanzen-Pokémon sind Level 100. So, ich werde jetzt... Pokémon, die ich schon gefangen habe, werde ich jetzt nicht nochmal bekämpfen. Nee. Geh mal gerade hier nach Pokepause und heil mal das eine Pokémon im Team. Wir haben eine Statusveränderung. Achso, ja, das kann ich ja dann machen. Kann ich hier Pokepause. So. Apropos, zwischenspeichern? Zwischenspeichern wäre eine gute Idee, nicht das, obwohl eigentlich, ja, besser ist wohl. Aber Pokémon schnell mal auswechseln, ich mach das danach dann. So, das hier.
Was sieht's, ist was mit dem? Zuwendung, Vertrauen, Sattheit, Zutrauen, Sattheit. So. Machen wir mal hier. Kennst du eigentlich schon das Äquivalent von satt zum Trinken? Sitt? Ja. Ja, kenne ich. Kenn nur wenige, beeindruckt mich. Ja, muss man ja mal anerkennen, ne? Ja. Geht's ihm wieder? Nee, noch nicht. Jetzt geht's ihm. Gut. Ja, Fleckmann. Los, Fleck. Magst du das oder magst du das nicht? Das ist grün, das sieht mehr aus wie ein Käferbonbon. Aber der frisst alles, war ja klar, Fettsack. Dann nehme ich ein Wasserbonbon, das könnte das sein. Ich weiß nicht, was die bringen. Das ist ja, werden wir sehen, wenn wir im Pokécenter neue kaufen. Genau. Ich weiß ja nicht mal. Ja, ja, ist nicht, um nicht sowas kann ich mich offscreen kümmern, ehrlich. Ja, wer die Zeit hat, ne? Ja, ne. Also ich eigentlich nicht, aber... Speichern, sagst du? Ja, ah, speichern, sagte ich, ja. Ein Pokémon könnte sie vielleicht zertrümmern, mit Nicht-Zertrümmerer. Genau. Ach, hier. Ah, übrigens, dein Trainerpass sieht auch wunderschön aus, der neue. Mhm. Den kannst du mal zeigen. Ich mag ja den Trainerpass sehr, sehr gerne. Okay. Machen wir das doch mal. Ui. Hübsch. No, unten ist ein hübsches Stempelheftchen. Krass. Und den ersten Schritt getan. Mit A, Spielfigur, Fotoknipsen. Hm. Ach, guck mal, da kannst du dein Foto aktualisieren mit A dann, geil, ne? Ah, wenn du dich umziehst oder so. Zoom-Ansicht aktivieren, deaktivieren. Oder? E, L-Knopf, R-Knopf. Ach so, wieder wie ein XY dann. Ach so. Oh. Ah. Hier hat aber eine kleine Plauze, wa? Finde ich nice. Ja, ein kleines bisschen. Finde ich gut. Ja. Ach, die Anemone, wie die wackelt. Kann ich das gehen wir um? Ja. Gehen wir als sexistische männliche Spieler denn so da mit der Customization in eine Richtung? Was? Wieso? Ich weiß nicht. Also ist so die schön einkleiden oder knapp einkleiden? Ja, es gibt solche und solche Spieler. Also ich würde sie gern schön kleiden als gelernter Gestalter. Also ich würde sie ja auch eigentlich eher schön, ja, und nicht zu knapp. Muss nicht sein, ehrlich gesagt. Ja. Es kann vieles schön aussehen, vor allem auch Klamotten können schön aussehen. Ja, sure. Sehr gut, Wuffels, aber nächstes Mal bitte noch fester, hörst du? Ich will gar nicht wissen, wie es da drin aussieht, wie in so einem SM-Studio. Keine Angst, ich bin Härteattacken gewohnt. Der Typ ist immer so frisst, ich glaub's ja nicht. Oh nein, nicht schon wieder. Er macht gerade das Anomaso-Spielchen mit den Pokémon. Das ist auf jeden Fall das Pokémon-Labor. Es hat Charakter, findest du nicht auch? Ja, richtig, dann auf den Charakter kommt's an. Der Professor gewährt mir hier bereits seit 3 Monaten Unterschlupf. Im Gegenzug helfe ich ihm als Assistentin aus. Doch ich habe noch viel zu lernen. Wäre ich doch nur ein Trainer, dann wäre ich dem Professor sicher eine größere Hilfe. Denke ich zumindest. Das war der Professor. Was? Er treibt in seinem Labor Praxisforschung zu Attacken. Oh nein, da bröckelt bestimmt wieder der Putz von der Decke. Das ist ein Holzhaus. Oh. Dabei kommt mein schönes weißes Kleid doch gerade erst aus der Wäsche. Naja, oh. Holzhäuser müssen ja auch irgendwie manchmal. Hinterher ist es bestimmt wieder schmutzig und voller Löcher. Ich bin so schlecht im Kleiderflicken, dass ich mir letztendlich immer ein neues kaufen muss. Oh. Mann, oh. Aber es nützt ja alles nichts. Treten wir erstmal ein. Die Tür. Die hält eh nicht mehr. Trittst du die Tür ein, fällt das Haus zusammen, aber die Tür bleibt stehen. Oh, Snubbull und Velursi. Ui.